Hallo, MOBA-Freunde. Für fast ein Jahr, 13 Monate zurück, 20. November 2019, habe ich angefangen mit Grenzenlos 2. Also, wir sind jetzt 13 Monate weiter und ja, da hat sich einiges getan. Das letzte Mal, dass ich euch verlassen habe, war bei Teil 27 und dann habe ich euch gezeigt, wie ich die Form, die da hinter mir steht, wie ich die gebaut habe. Was machen wir in diesem Video? Als erstes habe ich ein wenig weitergemacht mit der Form und das zeige ich euch ein paar Bilder. So, wir haben gerade die Form gesehen und seine Müll und Müllabfertigung und alles, die Mauern, die ich gebaut habe, Stein für Stein. Und ja, es sind Leute, die fragen, was hast du gemacht, dass du das machen musstest? Nee, ich muss nichts. Es hat mir einfach Spaß gemacht. Ich habe alle Mauern auf meiner Anlage selber gebaut und da bin ich auch ganz stolz drauf. Worüber geht es weiter? Ich habe damals auf Anlage Grenzenlos 1 einen Garten gebaut, einen Schrebergarten mit Daniele. Das war eine Tochter von einem Kollegen von meiner Frau. Die Schrebergarten, die habe ich natürlich aufbewahrt, die habe ich nicht in die Mülltonne geschmissen. Und die habe ich wieder einen Platz gegeben auf meiner Anlage. Und da zeige ich euch jetzt noch ein paar Bilder. So, das war der Schrebergarten von Daniela und mir, die jetzt einen neuen Platz gefunden hat. Und dann war ich beschäftigt mit dem BW. Im BW habe ich ein paar Laternen hingestellt und ich habe ins Internet geguckt und da stand eine ähnliche Laterne, die ich dann jetzt eingebaut habe. Die war eine von, ach, ich sage die Namen auch nicht, ist auch nicht wichtig, man kann das selber nachforschen. Die kostet ungefähr 21 Euro pro Stück. Wow. Und ich hatte was vor in meiner BW. Nicht ein, ich wollte da 10 haben. 10 mal 21 Euro, 210 Euro. Ich habe gedacht, nein, das muss nicht sein. Ich habe mich fündig gemacht bei einer chinesischen Firma, bei Wish. Und da habe ich 10 Laternen gekauft mit Versand für 13 Euro. Und die zeige ich euch jetzt.
Und Jan hatte Geburtstag, Jan hat Nikolaus und wir haben bekommen, nächste Woche haben wir die Weihnachten. Und so habe ich mir selber einen Zug geschenkt. Ja, und die Zug zeige ich euch gleich in dem nächsten Fahrvideo. Ich wünsche euch ganz frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2021. Bis zum nächsten Jahr, euer Jan. Tschüss.